Bisher bei Resident Evil Revelations. Wir haben den Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Ihr Signal ging verloren über dem Ozean. Die Queen Zenobia. Genau hier auf diesem Schiff. Keine Lebenszeichen, aber irgendetwas ist hier. Irgendetwas ist auf diesem Schiff. Was wird es wohl sein? Ich könnte mal vermuten, jede Menge Monster. Oh, bei einem Resident Evil Spiel? Verrückt. Ja, also die ist jetzt nicht die unglaublich kreativste Art, ein Szenario zu gehen, aber Resident Evil Revelations macht das eigentlich schon ziemlich gut, denn es hat hier diesen leichten Gruselfaktor, der die Serie berühmt gemacht hat. Am Anfang ist man eben auf diesem Schiff unterwegs, wo es alles unglaublich dunkel ist, die Gegner kommen aus irgendwelchen Ecken gekrochen. Man hat schon mal ab und zu so ein bisschen Angst. Und das Gegnerdesign ist auch nicht schlecht. Die Gegner in diesem Spiel basieren auf dem neuen T-Abyss-Virus. Das ist so eine Art Tiefsee-Virus und die sind alle so ein bisschen bleiche Tiefsee-Kreaturen. Sehr schick und reichlich eklig. Das Spiel basiert hier auf einem Titel für Nintendos Handheld 3DS. Da war die Grafik richtig revolutionär. Hier auf dem PC ist das Ding natürlich jetzt ein bisschen hochkonvertiert worden, aber man merkt ihm an, das ist alles ganz schön altbacken. Ja, dafür ist aber die Atmosphäre eben gut und es hat, ist auch wieder mehr ein richtiges Resident Evil als Resident Evil 6, was ja, so leid es mir tut, eher eine Tumbe-Baller-Orgie war. Ein großes neues Feature von Revelations ist der Genesis-Scanner. Damit findet man versteckte Gegenstände, die man sonst überhaupt nicht sieht. Und man kann auch Gegner scannen und dafür gibt es dann kleine Boni. Klingt langweilig, macht aber im Spielverlauf erstaunlich viel Sinn. Mich hat es also nicht gestört, auch nach Stunden diesen Scanner immer wieder auszupacken, weil man hat so eine nette Belohnung. Man braucht die Items und manchmal kommt sogar Spannung auf, wenn man eben lebende Gegner scannt. Und wenn dessen wehrlos ist. Ja, allgemein gibt es im Spiel eine Menge Abwechslung. Man ballert nicht eben dauernd, sondern hat immer diese Gruselpassagen. Dann schwimmt man mal, taucht man unter Wasser oder man löst kleine Mini-Rätsel. Die sind nicht anspruchsvoll, aber das war sie bei Resident Evil noch nie. Das passt eigentlich alles ganz gut. Das ist ein schöner Mix, finde ich. Ja. Und die Kisten sind wieder zurück. Diesmal aber nicht als Inventory, sondern als Waffen-Upgrade-System. Da findet man nämlich ab und zu immer solche kleinen Toolsets und mit denen kann man dann seine Knarren verbessern. Nett. Wer mit der Story erstmal durch ist, kann sich auch mit dem Raubzug-Modus versuchen. Da gibt es jede Menge freizuspielen, indem man einfach irgendwelche Gegner umhaut, die immer stärker werden. Da gibt es dann neue Waffen, neue Figuren, alles Mögliche. Also das ist ganz nett für Leute, die einfach nur ein bisschen ballern wollen und belohnt werden wollen. Jo, das ist nicht so anspruchsvoll und komplex, aber hat eine hohe Laufleistung mit sehr vielen Missionen und Inhalten. Ja, und damit ist Resident Evil Revelations auch ein guter Mix einfach. Es ist ein spannendes Spiel, es ist, macht Spaß einfach, wieder dieses alte Resident Evil Feeling zu haben. Es ist keine Action-Ballerbude wie Teil 6, sondern einfach ein klassisches, ausgewogenes Abenteuer.